Okay. Was? Okay. War das jetzt richtig so? Ich bin mir nicht wirklich sicher, ehrlich gesagt. Ja, wir können ja auch nicht rausspringen. Also, ich glaube, es ist schon so gewollt, dass wir hier jetzt wieder unten landen. Ich weiß bloß nicht, was genau wir jetzt erreicht haben dadurch. Ach so, vielleicht haben wir hier drüben jetzt den Wasserpegel weit genug angehoben. So, komm Fuchsi, schwimm mal ein bisschen schneller. Ah, okay. Alles klar. Tja, nun haben wir es unten bleiben. Tut mir leid. Bis zum nächsten Mal. Okay, zumindest ist Fuchsi jetzt bis hier hoch geschafft. Da werden die beiden nochmal ein bisschen getrennt gerade. Aber was jetzt? Kann ich ihn irgendwie steuern? Nee, ne? Aber das bringt mir ja auch nichts, wenn ich hier... Ach doch! Okay. Er kann... Ach, na sieh mal an. Er kann da hoch. Ups. So. Okay, jetzt muss ich sie aber nachholen, weil ich hier mit dem Eis nicht weiterkomme sonst. Genau, da können wir nicht mehr hochspringen. Was, die Bola-Kugel, oder das Ding für die Bola ist jetzt nicht mit runtergekommen? Dieser Anschein von Geist? Na gut, dann müssen wir mal ein bisschen klettern wieder. Das fand ich ja jetzt nicht so nett. Komm, hilf mal runter, Fuchsi. Ah, jetzt. Geht doch. Komm. Och Mensch, das Ding ist immer noch nicht. Jetzt, okay. Jetzt haben wir es langsam. Ich glaube, jetzt kommt es so nach und nach unten. Aber auch nicht so richtig, ne? Es ist irgendwie ein bisschen seltsam. Es will immer wieder nach oben abdriften. Ich weiß halt nicht, wie ich... Kann ich vielleicht hier irgendwie... Luna nachholen? Aber sie kommt ja hier nicht hoch. Oh. Ne, das wollte ich nicht. Sie wird ja hier nicht hochkommen. Es sei denn, der Geist bewegt sich mal ein bisschen weiter nach unten. Magst du nochmal runtergehen? Ich weiß halt nicht, ob der Geist vielleicht doch weit genug runtergehen kann, dass sie... Ach doch, sie kann doch mit drauf. Okay. Okay, kann wieder in die andere Richtung gehen. Lass knacken, Kollege. So. Jetzt macht das Ganze doch schon viel mehr Sinn. Oh. Jetzt müsst ihr bloß noch richtig zielen. Fast. Wir kommen bedingt näher. Okay, jetzt haben wir es. Wunderbar. So, ich denke mal, Fuchsi wird wieder schwer genug sein, um den Geist ein bisschen nach unten zu drücken, oder? Nee. Okay. Luna kommt auf jeden Fall nicht hin. Können wir denn hier drüben noch irgendwas machen? Ach. Ein weiterer Geist, okay. Alles klar. So, ich weiß nicht, ob es in Ordnung ist zu werfen, während Fuchsi noch dort ist, aber scheint so. Okay, was haben wir denn jetzt hier erzeugt? Ist da jetzt gerade eine Brücke entstanden? Sieht bald so aus, ne? Ach, ist ja lustig. Kletter! Kann sie sich jetzt festhalten hier vielleicht? Nee. Was ist das denn jetzt für eine? Doch. Doch, sie kommt da ran, okay. Halt, nee, lass mal hier. Bleib mal hier drüben schön. Okay, wir scheinen also auch wirklich bloß mit Fuchsi das Ganze lenken zu können hier. So, er ist oben und sie... Oh Gott.
Ah, okay, ich muss direkt mit ihr hier rüber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja... Das war ja mal ein Sprung. Na gut. Fuxi, du bist dran. Okay, wir sind dabei. Läuft. Ab nach oben. Und hopp. Achso, ich wollte gerade schon sagen, willst du mich jetzt trollen und hier einfach verschwinden? Das wäre nicht so nett. Gut. Ich glaube, wir kommen dem Ausgang näher. So, erstmal mit ihr. Nein, okay, wir müssen erstmal Nuna da dranhängen, glaube ich. Kann das sein? Bleibt sie auch dran? Ja, tatsächlich. Das ist gut. Aha, okay. Ich dachte eigentlich, sie kann sich nicht so lange dran halten, aber es scheint doch zu funktionieren ganz gut. Na gut, lass mal auf den freundlichen Geist hier drüben springen. Diesmal recht unkompliziert für uns. Da gibt's nicht viel dran zu verstellen. Und weiter. Rutsch. Hui. Okay, unten, oben, wo sollen wir zuerst lang, ist die Frage. Ich glaube, wir müssen insgesamt am Ende nach oben, oder? Na, ich will erstmal kurz schauen. Ich nehme mal an, hier wird es nicht weitergehen gerade. Ah, hier kommen die Eiszapfen dann. Die sind geringfügig im Weg. Ich weiß nicht, ob Nuna die vielleicht wegmachen kann. Ach, sie kommt hier nicht durch. Ah, da ist das Problem. Na gut. Dann müssen wir mal wieder den Umweg nehmen. Fuxi, wo bist du denn hin? Du weißt schon, dass ich hier unten war gerade, oder? Wer weiß, was er wollte. Komm, runter mit dir. Okay, ich weiß halt nicht, ob jetzt... Ich glaube, Fuxi kann jetzt nicht weiterhelfen, ne? Ich glaube, jetzt müssen wir mit Nuna machen hier. Ich denke mal, er wird sich da nicht festhalten können. Oh Gott! Oh, das tut mir leid! Oh, I'm so sorry. Ich wollte nicht, dass du dich auf den Eisspitzen aufpiekst. Okay. Dann sollten wir vielleicht doch warten, bis der nächste Geist dann immer gerade da ist. Wenn denn hier mal ein Geist kommt. Ach so, das kann ich mit Hundi, sage ich schon wieder, mit Fuxi steuern. Alles klar. Okay. Ich glaube, wir müssen ein Stück weiter... Ach, wir können nicht weiter runter, okay. So. Ich weiß nicht, ob wir weit genug hüpfen, aber ich probiere es einfach mal. Hüpf. Oh nein, das hat nicht gereicht. Ja, tut mir leid, Fuxi. Das sollte halt nicht sein. Du bleibst gleich mal hier. Schön, dass du gleich sitzen bleibst. Artig. So, und Nuna... Der war ganz gut, der Hüpfer. Können wir denn hier irgendwie dran rumklettern? Nee, ne? Okay, dann schwingen wir mal ein bisschen stärker. Ja, das hat gereicht. Gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Okay, schauen wir mal, ob wir drüben... Ja, da ist jemand. So, dann müssen wir vielleicht nochmal nach unten. Damit Nuna sich auch noch dranhängen kann. So, weiß nicht, ob wir es noch hinkriegen heute. Ja. Sehr gut. Nein! Oh, das wird bestimmt wehgetan haben. Aber sie lebt noch. Das ist die Hauptsache. Okay, vielleicht reicht es auch, wenn ich mit dem Fuxi einfach hier rüber gehe dann. Bin mir nicht ganz sicher, wenn wir hier dann hingehen. Da verschwindet der Geist. Okay, das ist natürlich nicht so gut. Dann muss ich mich wohl ein bisschen beeilen, wahrscheinlich, mit Nuna. Gehen wir schon mal nach ganz oben. So, erstmal dich bis dahin krabbeln lassen. So, und jetzt. Ja, sehr gut. Okay, und sie kann jetzt wunderbar hier das Eis wegräumen. Ein Traum. Endlich wieder vereint. Niemals allein.
Ah, okay. Weiter geht die wilde Jagd. Hüpf. Oh, das war natürlich nicht so gut. Wir sollten natürlich auch so dran hüpfen, dass wir in die richtige Richtung schauen. Genau so. Aber wie bringen wir jetzt Hundi hinterher? Gar nicht wahrscheinlich. Ich nehme mal an, wir müssen jetzt erstmal mit Luna weitermachen. Oh oh. Ich will die Eule. Ah, ich hab die Eule. Okay. Alles lebendig. Ach gut, es geht hier noch weiter. Fuxi, wo willst du hin? Müssen wir jetzt wieder nach unten? Scheint wohl so. Ich weiß bloß nicht, wo genau hin. Wahrscheinlich müssen wir jetzt weiter rechts einfach dem Weg folgen. Denn hier ging es doch noch weiter nach oben, oder? Würde ich denken, wo dass wir da nicht hingekommen sind eben. Genau, hier ging es doch weiter nach oben. Und ich glaube, wir haben es endlich rausgeschafft, fast zumindest, oder? Ja, zumindest erreicht uns schon wieder Tageslicht. Ich glaube schon. Okay. Mal wieder ein Bola-Part, bei dem wir mal wieder ein bisschen genauer zielen sollten, wie es scheint. Ach. Der Wasserfall behindert uns dabei. Das ist natürlich nicht so gut. Okay, aber mit Fuxi können wir hier jetzt auch erstmal nichts machen. Hm. Haben wir hier noch irgendwas? Ah, okay. Er muss wieder oben irgendwie weitermachen. Das kriegen wir hin. So, hier ist nichts. Nee, kannst runtergehen, Kleiner. So, da flimmert unten sogar das Eis ein bisschen. Wow! Ah, okay, er hat es schon geschafft. So, die Eule nehme ich gerne mit. Wer teilt, überlebt. So, jetzt müssen wir bloß noch hier den Geist in Position bringen, sag ich mal. Folge mir unauffällig, mein Kleiner. Sehr gut. So, wo müssen wir den denn hinbringen? Hier drüben mit? Wahrscheinlich, ja? An die Wand? Ich würde sagen, wir zerlegen ihn einfach erstmal. Der wird schon an die richtige Stelle gehen, genau. So, Hundi ist dran. Fuxi, meine ich. Es wird immer ein Hundi bleiben. Der kleine Fuxi. So. Das hätten wir. Ah, okay. Sie muss weiter Zerstörung anrichten. Und alles kaputt machen. Oh oh, haltet schon mal die Luft an. So süß, die beiden. Okay, wir haben es geschafft. Wir sind wieder draußen und haben drei neue Einblicke gewonnen. Wollen wir doch mal schauen. Gehen wir erstmal. Achso, ich kann ja gar nicht mit den WASD-Tasten hier hin und her schalten. Schauen wir erstmal hier drüben. Leben in Subsistenz. In, you know, Arctic Alaska, hunting is a really important part of life. It's not just about going and shooting something, it's about going and putting food on the table. But more importantly, you know, subsistence hunting isn't just about the insular family unit, it's about feeding the whole community. And I think that's one of the beautiful things about subsistence hunting in Alaska is that people go out and they'll go get, you know, fish, or they'll get a caribou, and they'll get, you know, seals and whales, and one of the first things they'll do is they'll say, oh, I need to take this to the elders. This isn't just about one individual surviving or one family surviving, it's about the whole community. We didn't just go out and kill and butcher and put in a freezer. It's like a ritual that I learned from my parents. It's all about relationship. I don't know, I think there's a lot of camaraderie involved. And just being out on the land or being out on the ocean, it's like
getting back in tune? I'd rather be out there. To me, once I go out there, it's the world that I learned from. Tja, ich glaube, das ist generell so, wenn man ein härteres Leben hat, dass man dann mehr auf die Gemeinschaft vertraut. Und vielleicht ist das auch unser Problem in der westlichen Gesellschaft, dass das Leben einfach zu einfach geworden ist und Kameradschaft und Zusammenhalt deshalb nicht mehr die Bedeutung hat, die es haben sollte vielleicht. Alles ist lebendig. Now we spend all our time out in nature. You get very intimate with the world. And over time, if you're living that life, you start to sense that everything has a spirit. There's a consciousness in everything. Everything is alive. If everything is alive, then we want to respect it. And if we're going to use it, we want to use it respectfully. What I try to tell my nephews and nieces, you know, you love to hunt, you have to take care of the animals that you catch, preparing the food and eating the food that you catch. Water provides you. The ice brings you life. It provides all those things that you need to be a part of your life. That was something I grew up with. I grew up respecting the animals. I grew up respecting the land, and that, to me, that is why we as Inupiaq, as an Inupiaq culture, as an Inupiaq people, is why we're so successful. Glaube ich gern. Na gut, und wer teilt, überlebt. Das schlägt in eine ähnliche Richtung ein wie das Leben in Subsistenz, denke ich mal, die Kameradschaft. I think most central to the ideology of the Inupiaq is the idea of sharing. Being able to feed the community, feed others. That's why we hunt, you know. In the old days, that's what you needed to survive, you know. The sharing is important because it's how the community survives together collectively. We just give. That's how I grew up. That's the way I'm always gonna be. Because of who we are, we always think about other people first. If our people didn't share in the old days, we wouldn't have survived in this harsh, you know, climate, environment. Okay. Und ich würde sagen, wie es weitergeht bei Never Alone, nachdem die beiden jetzt es wieder rausgeschafft haben aus der Eishöhle oder aus dem Eishöhlenwahlwesen, was auch immer, ich weiß es nicht genau. Ich würde sagen, das werden wir uns beim nächsten Mal anschauen. Ich hoffe, die erste Aufnahmesession hat euch soweit gefallen und das Spiel sagt euch zu. Mir gefällt es bisher richtig gut, gerade auch, weil wir eben diese schönen Einblicke in die Inupiaq-Kultur bekommen. Gefällt mir richtig gut. Okay, schauen wir beim nächsten Mal weiter, wie es dann aussieht. Bis dahin, macht's gut. Bis bald.